Warum setzen wir so stark auf Open Source? Teil 2. Mein Name ist Arnulf Koch, ich bin Vorstand der Kanker Software AG. Im zweiten Teil dieser Videoserie werde ich jetzt erstmal auf ein sehr starkes Argument pro Open Source eingehen. Im letzten Teil habe ich gezeigt, wie wir seit 22 Jahren das bei uns einsetzen und ich hoffe, dass Sie vielleicht an den Argumenten auch etwas finden und dann bei sich darüber nachdenken, einige Ihrer Unternehmensprozesse mit Open Source Software abzubilden. Sie haben einfach Kontrolle über Ihre Daten durch Open Source. Ich habe in Open-Source-Projekten, ich habe den Quellcode, ich habe offene Datenbanken, ich komme an die Daten ran. Diese Datenstrukturen, die machen Ihr Unternehmen agil, die machen es schneller, wettbewerbsfähiger. Denn mit diesen offenen Datenstrukturen können Sie einfach schnell eine Schnittstelle schaffen oder brauchen vielleicht gar keine Schnittstelle, weil Sie direkt auf die Datenbank zugreifen können oder weil Systeme von Haus aus eine offene Schnittstelle haben, weil Ihnen die Systeme nicht daran hindern, das System zu wechseln, sondern zwischen Open-Source-Produkten kann ich sehr einfach hin und her wechseln, weil einfach eben die Daten standardisiert sind, die Standards sind offengelegt und das sind alles Vorteile, die Sie haben. Das zweite Argument natürlich ist die Datenschutzgrundverordnung. Die ist für viele europäische Unternehmen eine große Herausforderung, weil ich weiß nicht mehr, darf ich jetzt von den großen Konzernen aus Amerika noch die Produkte einsetzen, wenn die Daten dort in die Rechenzentren übermittelt werden, wenn die Daten in amerikanischen Rechenzentren abgespeichert werden, wenn Telemetriedaten oder Diagnoseübermittlung oder ähnliches, es ist ja alles oft eine Form von einem Tracking, der da stattfindet. Und das habe ich einfach bei Open Source Software nicht, weil es gar kein Unternehmen dahinter gibt in der Regel. Und dadurch ist es auch einfach kein Interesse, den Unternehmer oder die Mitarbeitenden des Unternehmens zu tracken, sondern die erfüllt irgendeine Funktion, die Software, und das ist es. Und das nächste Thema natürlich, wo bekommen Sie Ihre Open-Source-Software her? Das ist von Ihrem regionalen Anbieter. Das sind Systemhäuser wie unser Unternehmen, die einfach hier in der Region verwurzelt sind und bei denen Sie dann einfach die Projekte gemeinsam implementieren. Und der hat auch kein Interesse, irgendwas bei Ihnen zu tracken, weil er diese Daten gar nicht zu Geld machen kann, wie es die großen amerikanischen Konzerne machen können. Und das ist einfach diese Unabhängigkeit, das dritte sehr, sehr starke Argument. Auch da wieder, wenn ich kommerzielle Software habe, haben sehr oft die Partner Umsatzvorgaben oder Gebietsschutz oder ähnliches. Und dann haben sie vielleicht nicht den besten Dienstleister, der ihr Projekt umsetzen kann, sondern denjenigen, der jetzt einfach aufgrund der Unternehmenspolitik für sie zuständig ist. Und bei Open Source Software ist es anders. Da kann sich einfach jeder einarbeiten. Jeder kann sich qualifizieren für das oder das Produkt, für die Technologie und kann dann einfach mit seinem Fachwissen, mit seiner Expertise und Kompetenz um die Kunden werben und Sie als Kunde können sich dann einfach den besten Partner selbst raussuchen und nicht der für Sie zuständig ist. Ich glaube, diese Unabhängigkeit ist ein großer Vorteil, was sich in Daten, was sich in Tracking und was sich bei den Dienstleistern wiederfindet. Damit bin ich bei dem Video Kontrolle über Daten, Kontrolle über meine Dienstleister am Ende und im nächsten Video werde ich über die Lizenzkosten bei Open Source sprechen.